Hallo Österreich, hallo ihr da draußen und heute begrüße ich euch zu einer weiteren Folge und ihr seht, das ist nicht die Verena, sondern die Feuerwehr hinter uns und das ist die Nancy und heute machen wir einen kleinen Ausflug nach Vohnsdorf zur E-Dampf-Zigarette in die Arena und die Nancy hat gerade aufgehört mit dem Rauchen und wir als Dampfplauderer unterstützen das natürlich und deswegen kaufen wir jetzt ein bisschen Grundausstattung ein, damit sie auch die nächsten Tage noch gemütlich dampfen kann. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß. Mittlerweile sind wir in Vohnsdorf angekommen und wir gehen jetzt zur E-Dampf-Zigarette und werden uns einmal den Shop anschauen und werden hoffentlich für die Nancy ein paar gute Liquids finden. Hoffentlich, ja. Ja, damit sie endgültig die Chick beiseite stellt. Mittlerweile sind wir fertig und haben uns den Shop in Vohnsdorf angeschaut von E-Dampf-Zigarette und ich bin ganz ehrlich gesagt geflasht und begeistert, sowohl hardware-technisch als auch liquid- und aromatechnisch hat es wirklich alles gegeben und wir haben wirklich eine sehr, sehr nette Beratung heute gehabt und die Nancy hat voll abgecasht. Nancy, was hast du denn gekriegt jetzt bei der E-Dampf-Zigarette in Vohnsdorf? Also, geschmacksmäßig habe ich einmal den grünen Apfel. Sie wollte unbedingt einen Apfel als Aroma. Ja, Apfel. Dann habe ich Creamy Crazy. Von PJ Empire. Ja. Und dann habe ich einmal Wassermelone. Ja, das ist das, was sie jetzt... Und natürlich Verdampferköpfe für ihren Nautilus 2 haben wir besorgt, damit sie auch morgen noch kraftvoll wegdampfen kann. Und Erdbeer habe ich auch noch. Und Erdbeer hast du auch noch. Wo ist die Erdbeer? Ja, da drin. Ah, die Erdbeer hat sie jetzt noch da drin. Mal schauen, ob sie sie auserfischt. Das ist halt, wir schneiden da nichts raus. Also, nennen Sie? Da hätte ich die Erdbeer drin. Ja, und die haben hauseigene Liquids und hauseigene Aromen. Sehr interessant gewesen für mich. Fazit unseres Ausflugs, die Nancy hat jetzt dann genügend Sachen, weil Basis habe ich noch genug für sie. Jetzt hat sie zumindest ihre Aromen und Köpfe hat sie auch und jetzt hoffen wir mal, dass die Nancy mit dem Rauchen es schafft, komplett aufzuhören. Aber wir wünschen ihr oder ich wünsche ihr natürlich alles Gute und mit mir und der Verena, gell,
als Dampfplauderer bist in guten Händen. So Freunde, das war's dann für dieses Mal. Ich kann euch auf jeden Fall eine Empfehlung geben für die E-Dampf-Zigarette in Fohnsdorf. In diesem Sinne, macht es gut, Vape on Austria und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.